Die Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Viel Fußball gibt's von Rudi Zerne. Hallo, schönen guten Abend. Unter anderem auf diese Themen blicken wir heute. Nachwuchssorgen bei der Bundeswehr. Immer weniger junge Menschen gehen zur Truppe. Der Verteidigungsminister will mehr Tempo in den Bewerbungsprozessen. Neue Anklage gegen Trump. Der Ex-US-Präsident muss erneut vor Gericht wegen versuchter Wahlbeeinflussung und seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol. Und die erdernde Belastungsgrenze. Seit heute sind rechnerisch alle nachwachsenden Ressourcen für das Jahr 2023 aufgebraucht. Die Bundeswehr sucht dringend Personal, gerade auch, weil sie verstärkt eingesetzt werden soll. Aber die Bundeswehr hat immer größere Schwierigkeiten, Menschen zu finden, die zum Militär wollen. So nimmt die Zahl der Bewerbungen weiter ab. Zählte die Bundeswehr 1990 noch knapp 460.000 Soldaten, sank die Zahl danach rapide, auch durch Aussetzung der Wehrpflicht und Personalabbau. Momentan sind es noch ca. 181.000 Aktive in Uniform. Erklärtes Ziel ist es, bis 2031 wieder auf 203.000 Soldatinnen und Soldaten zu kommen, Jan-Frederik Fischer berichtet. Stramm stehen für die nächste Übung. 5 Tage dürfen hier im baden-württembergischen Niederstetten junge Frauen und Männer den Bundeswehralltag erleben. Die Truppe zeigt sich dafür von ihrer besten Seite. Sie will dringend benötigten Nachwuchs gewinnen. Der 18-jährige Alexa gefällt's. Für mich persönlich kommt gerade eher dieser freiwillige Wehrdienst in Betracht für 12 Monate. Einfach mal reingucken, das ist nur ein Jahr. Und wenn ich danach sage, nö, ist nichts für mich, dann kann ich ja immer noch gehen und was anderes machen. Damit die ausgerufene Zeitenwende wirklich gelingen kann, braucht es Menschen, die sich direkt längerfristig verpflichten lassen. Das weiß auch Boris Pistorius und legt heute demonstrativ eine Stippvisite im Stuttgarter Karrierecenter ein. Die Probleme, die Bewerber abschrecken, sind alte Bekannte. Etwa marode Ausstattung oder wechselnde Dienstorte. Hinzu kommen falsche Erwartungen, die durch Werbekampagnen entstehen. Keine guten Voraussetzungen im Buhlen mit der freien Wirtschaft, um immer weniger Schulabgänger. Wenn wir junge Frauen und junge Männer für die Bundeswehr begeistern wollen, dann müssen wir ihnen auch sagen, wie wir Familie und Dienst unter einen Hut bringen. Das bedeutet Flexibilität, aber gleichzeitig natürlich auch die Verlässlichkeit. Die Zeit drängt. Zuletzt gingen die Bewerbungen zurück. Zwischen Januar und Mai waren es im Vergleich zum Vorjahr rund 7% weniger. Zeitenwende trifft Attraktivitätsproblem. Also, dass junge Männer und Frauen damit rechnen mussten, über Monate irgendwo in Auslandseinsätzen zu sein, getrennt von der Familie. Und inzwischen ist ja die Lage auch so, dass sich viele überlegen, ist es dann vielleicht eine Kriegssituation, für die ich mich jetzt verpflichte? Es braucht mehr Überzeugungsarbeit. Denn am Ende geht es auch um die Frage, wie wehrfähig ist Deutschland? Theo Koll in Berlin. Die Zahl der Soldaten und Soldatinnen soll also steigen, aber immer weniger Menschen bewerben sich bei der Bundeswehr. Wie will die Bundesregierung das lösen? Also in den Werbeschlagworten klingt das zumindest lösbar. Die Anziehungskraft der Bundeswehr soll gesteigert werden. Das Bewerbungsverfahren soll beschleunigt und vor allem sollen gezielt Frauen und Mitbürger mit Migrationshintergrund für die Truppe begeistert werden. Dahinter aber ist hier allen politischen Entscheidern klar, dass das Nachwuchsproblem der Bundeswehr mindestens so schwerwiegend ist wie der Mangel an Ausrüstung und Waffen. Und das in einer Zeit, in der Sicherheit ja aus eigener militärischer Kraft so extrem wichtig ist. Selbst der seit Jahren geplante geringfügige Personalaufbau, wir haben es ja eben gesehen, scheint kaum noch zu leisten zu sein, denn die Bewerberzahlen gehen zurück, der demografische Wandel wird das Problem weiter verstärken und die wenigen Schul- und Studienabgänger werden ja auch von der Wirtschaft heftig umworben. Für die Wiedereinführung der Wehrpflicht fehlen zurzeit jedenfalls Ausbilder und Kasernen. Fazit: Pistorius hat auf absehbare Zeit eine Truppe in Not, auch in Personalnot. Danke für diese Einschätzung, Theo Koll. Gerne. Eine Woche nach dem Putsch in Niger hat die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS eine Delegation in das Land geschickt, um mit den neuen Militärmachthabern zu verhandeln. Die ECOWAS hat den Putschisten damit gedroht, militärisch einzugreifen, falls der demokratisch gewählte Präsident Bazoum von Sonntag an nicht wieder im Amt ist. Unterdessen wurden bereits hunderte Menschen aus Europa aus Niger ausgeflogen. Jan Fritsche. Auch heute Morgen noch stehen viele Franzosen am Flughafen in Nigers Hauptstadt Niamey an, warten darauf, in Sicherheit gebracht zu werden.
Schon in der Nacht waren die ersten französischen und italienischen Evakuierungsflüge an den Flughäfen Paris und Rom angekommen. Bei den Rückkehrern Erleichterung. Wir wissen nicht, ob es gefährlich hätte werden können, aber es ist gut, zurück zu sein. Wir müssen sehen, wie sich die Dinge in den nächsten Tagen und Wochen entwickeln. Nach französischen Angaben sind bislang mehr als 500 Menschen mit den Evakuierungsflügen in Sicherheit gebracht worden. Auch Deutsche, wie Bundesaußenministerin Baerbock mitteilte. Wir konnten gestern und heute mit Hilfe unserer französischen Freunde bereits über 40 Deutsche aus Niger ausfliegen. Heute wird es noch weitere Flüge geben. Laut Verteidigungsminister Pistorius sollen die rund 100 in Niger stationierten Bundeswehrsoldaten im Land bleiben. Ab nächster Woche will die Bundeswehr den Flugbetrieb zum Lufttransportstützpunkt in Niamey wieder aufnehmen, dem Drehkreuz für den Abzug aus Mali. Die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS hat heute noch einmal den Druck auf die Putschisten erhöht. Sonst drohe ein Militäreinsatz. Exzellenzen, Sie sind hier für die letzte Möglichkeit, für das letzte Mittel. Die Vorbereitung einer möglichen Intervention, um die verfassungsgemäße Ordnung wiederherzustellen. Gleichzeitig kündigte ECOWAS an, sei eine Delegation in Niger, um mit den Putschisten zu verhandeln. Für morgen haben Putschunterstützer in Nigers Hauptstadt Niamey zu neuen Demonstrationen aufgerufen. Der Kampf um die Macht im Land geht weiter. Belarussische Kampfhubschrauber sind durch polnischen Luftraum geflogen. Polens Verteidigungsministerium stuft dies als gezielte Provokation ein und informierte die NATO. Zudem will Polen weitere Truppen an die Grenze zu Belarus schicken. Warschau ist vor allem auch besorgt, weil sich in Belarus Kämpfer der russischen Privatarmee Wagner aufhalten sollen. Über den Vorfall und die Folgen berichtet Linda Kirstern. Es sind diese Aufnahmen, die in Polen Besorgnis auslösen. Eine Frau im polnischen Białowieża fotografiert Helikopter aus Belarus. Die Hubschrauber fliegen zu tief, können vom Radarsystem nicht erfasst werden. Sie flogen aus dieser Richtung und sie drehten hierher zurück. Ich wohne hier und ich dachte, sie werden meine Scheune treffen. Die Regierung bestätigt, was Belarus bestreitet, die Verletzung polnischen Luftraums. Die Aktionen des Lukaschenko-Regimes haben einen provokativen Charakter. Solche Aktionen der Truppen des Minsker Regimes werden von uns nicht toleriert. Schon einmal hat Polen in diesem Sommer Truppen an der Grenze verstärkt, als Reaktion auf die Nachricht, dass sich die berüchtigte Wagner-Gruppe in Belarus befindet. Es soll gemeinsame Übungen mit dem Militär geben. Wagner in der direkten Nachbarschaft für Polen eine Gefahr. Nicht nur wegen der Gruppe selbst. Die Behörden befürchten auch, Wagner könnte helfen, Migranten über die Grenze nach Polen zu bringen. Dort steht zwar ein Zaun, seit 2021 tausende Migranten über Belarus in die EU kamen, doch er ist nicht unüberwindbar. Seit Monaten steigen die Zahlen wieder. Diese Migranten werden eindeutig gelenkt. Das Überqueren der Barriere wäre ohne die belarussischen Kräfte kaum möglich. Die geben den Menschen Werkzeuge, damit sie Gänge oder Leitern bauen können. Der Grenzschutz spricht von hybrider Kriegsführung, die Regierung von einer gezielten Provokation. Die Lage an der Ostgrenze Polens ist angespannt. Eine weitere Anklage gegen Ex-Präsident Donald Trump. Es ist die dritte innerhalb weniger Monate. Und diese Anklage vor einem Bundesgericht wiegt am schwersten, denn es geht um die US-Präsidentschaftswahl 2020 und die darauf folgende Erstürmung des Kapitols durch Anhänger und Anhängerinnen von Trump. Trump wird unter anderem Verschwörung vorgeworfen. Er soll versucht haben, die Wahl zu beeinflussen. Jetzt hat ein Geschworenengericht die Anklage zugelassen. Die Einzelheiten von Emma Thewissen. Jack Smith hat grünes Licht von den Geschworenen. Der Sonderermittler soll Donald Trump zur Rechenschaft ziehen, denn der, so steht es in der Anklageschrift, habe eine Verschwörung angeführt, um die Vereinigten Staaten zu betrügen, Wähler zu entmündigen und ein offizielles Verfahren zu behindern. Der Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021 war ein nie gekannter Angriff auf den Sitz der amerikanischen Demokratie. Er war befeuert durch Lügen des Angeklagten mit der Absicht, einer Kernaufgabe des US-Systems zu schaden. Beim Sturm aufs Kapitol hatten Trump-Anhänger versucht, die offizielle Bestätigung der Wahl Joe Bidens zum Präsidenten zu stoppen. Aufgestachelt von Donald Trump persönlich. Wir ziehen zum Kapitol. Mit Schwäche können wir unser Land nicht zurückerobern. Ihr müsst Stärke zeigen, stark sein.
Trump nennt die neue Anklage einen illegalen Eingriff in den Wahlkampf, bittet um Spenden und lässt sein Wahlkampfteam das Verfahren mit Methoden des Nazi-Regimes vergleichen. Bei dieser Anklage geht es um nichts weniger als um einen Umsturzversuch. Eine Verurteilung Trumps würde die autoritären Gelüste im republikanischen Lager bremsen, das Präsidentenamt über jede Kontrolle zu erheben. Ein Freispruch, weil sich die Geschworenen nicht einig sind, würde die Chance des abgewählten Ex-Präsidenten auf ein Comeback befeuern. Am späten Donnerstag will Trump vor der Richterin in Washington, wie schon in den anderen Fällen, auf nicht schuldig plädieren. Deutschland steckt in einer Wirtschaftsflaute. Das Wachstum stagniert und der IWF sagt für das Gesamtjahr sogar einen leichten Rückgang der Wirtschaftsleistung voraus. Mehrere Unternehmerverbände zeigen sich alarmiert und rufen nach dem Staat. Sie fordern Steuerentlastungen und billigen Industriestrom. Das von Finanzminister Lindner geplante Wachstumschancengesetz reicht ihnen nicht, Frank Buchwald berichtet. Robert Habeck auf Sommertour. Der Minister letzte Woche in Duisburg, gestern in Hamburg. Heute nun fordert Habeck mehr Entlastungen für die Wirtschaft. Vor allem einen subventionierten Industriestrompreis. Der liberale Koalitionspartner bleibt jedoch skeptisch. Deswegen wäre es schön, wenn Herr Habeck sich darauf konzentriert, den Strompreis grundsätzlich zu senken. Wir können nicht immer auf der einen Seite die Rahmenbedingungen in Deutschland verteuern, denn auf der anderen Seite mit staatlichen Subventionen versuchen, Preise zu reduzieren. Das ist der falsche Ansatz. Finanzminister Lindner hat deshalb ein Wachstumschancengesetz vorgeschlagen. Ziel: Steuerentlastungen, weniger Bürokratie. Ein erster Schritt, sagt die Wirtschaft. Weitere aber müssten folgen. Wir haben hohe Steuern im internationalen Vergleich, sehr hohe Energiepreise im internationalen Vergleich. Das schränkt die Wettbewerbsfähigkeit ein und auch die Investitionen hierzulande. Deswegen ist es wichtig, Anreize zu schaffen, dass die Unternehmen hier bleiben. Der Opposition reicht das jedoch nicht. Angesichts schlechter Wirtschaftsdaten müsse sich nun der Kanzler selbst um Entlastungen kümmern. Wir brauchen dringend einen Krisengipfel mit der deutschen Wirtschaft, denn täglich kommen neue Hiobsbotschaften. Und das ist wirklich für unseren Sozialstaat sehr dramatisch, auch und für die Arbeitsplätze und für die Industrie hier und den Mittelstand. Mittelstand, traditionell der Wachstumsmotor der deutschen Wirtschaft. Gerade aus diesen Unternehmen aber kommen immer mehr Alarmsignale. Auch wegen hoher Energiepreise, aber bei weitem nicht allein. Seit heute leben wir global gesehen auf Pump. Denn der 2. August ist weltweiter Erdüberlastungstag, wie eine US-Umweltorganisation berechnet hat. Das heißt, die für dieses Jahr verfügbaren Ressourcen der Erde sind bereits aufgebraucht. Um weiter so wirtschaften zu können, bräuchte die Menschheit 1,7 Erden statt nur einer. Inga Rabe und Marc Hugo. Sommerferien in ganz Deutschland, Schlange stehen für den wohlverdienten Urlaub. Auch wenn bei manchen das schlechte Gewissen im Gepäck ist. Klar, jetzt jede Woche in Urlaub zu fliegen ist natürlich auch nicht gut, aber einmal im Jahr ist das, glaube ich, kein Problem. Wenn ich jetzt nach Amerika möchte, dann muss ich fliegen. Also da gibt es keine andere Möglichkeit. Von 1980 bis 2019 vor Corona hat sich die Zahl der Flugpassagiere fast versiebenfacht. Ein Zuwachs, der zeigt, wie schwer sich die Welt oft damit tut, nachhaltiger zu werden. Das Fliegen muss teurer werden. Durch einen CO2-Preis, rückerstattet über ein Klimabürgergeld, dann wird weniger geflogen. Zugleich brauchen wir aber auch Alternativen. Das heißt, wir müssen den Bahnverkehr ausbauen, wir brauchen Nachtzugverbindungen, wir brauchen attraktive Strecken, damit die Leute statt mit dem Flugzeug mit der Bahn fahren können. Ein anderes Beispiel, die Seefracht. Weil weltweit Konsum und Handel wachsen, hat sich die Zahl der umgeschlagenen Container allein seit 2000 mehr als verdreifacht. Die Schiffe schnell auf klimafreundlich umzustellen, ist unmöglich. Beim globalen Erdüberlastungstag ist die Richtung auch deshalb klar. Seit 1971 wandert er stetig nach vorne in Richtung Sommer. Immerhin, das Tempo wird langsamer. Seit 2005 liegt der Überlastungstag im August. Gegenüber dem letzten Jahr gibt es sogar eine leichte Verbesserung. Dieser Trend hat sich zwar tatsächlich in den vergangenen Jahren abgeflacht, also wir haben keinen starken Anstieg mehr der Übernutzung, aber die dringend nötige Trendumkehr, die wir so schnell wie nötig bräuchten, die ist leider bisher nicht zu sehen. Vor allem der Treibhausgasausstoß müsste sinken. Im Flugverkehr eine Herausforderung. Die Passagierzahlen sind in vielen Ländern schon fast wieder so hoch wie vor Corona. Wenn Kinder vernachlässigt werden oder Gewalt erfahren, spricht man von Kindeswohlgefährdung. Ihre Zahl ist 2022 auf einen Höchstwert gestiegen,
so das Statistische Bundesamt. Demnach waren mehr als 62.000 Kinder und Jugendliche betroffen, 4% mehr als ein Jahr zuvor. Die meisten Fälle betrafen Hinweise auf Vernachlässigung sowie körperliche und psychische Gewalt. In der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau ist an die Ermordung von rund 500.000 Sinti und Roma durch die Nationalsozialisten erinnert worden. In vielen osteuropäischen Ländern lebten Roma immer noch unter apartheidähnlichen Bedingungen, sagte der Vorsitzende des Zentralrates der Sinti und Roma in Deutschland, Romani Rose. Im damaligen deutschen Konzentrationslager ermordete die SS allein vom 2. auf den 3. August 1944 mehr als 4.000 Kinder, Frauen und Männer in den Gaskammern. Papst Franziskus ist zu einem fünftägigen Besuch in Portugal eingetroffen. Es ist seine erste Auslandsreise seit einem längeren Klinikaufenthalt im Juni. Tag 1 stand ganz im Zeichen der Politik. In einer Grundsatzrede forderte der Pontifex neue politische Zukunftsvisionen von Europa. Die Welt braucht Europa als Brückenbauer und Friedensstifter, sagte er. Anlass der Reise ist der katholische Weltjugendtag. Mehr als eine halbe Million Menschen aus aller Welt werden dafür in Lissabon erwartet. Anna Wasberg hat einige beim Weltjugendtag getroffen. Wir begleiten 5 von hunderttausenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die hier nach Lissabon gekommen sind, um gemeinsam katholische Weltkirche zu erleben. Pia Stamer aus Hamburg war als Teenagerin raus aus der Kirche, wie sie sagt, und heute sehr engagiert in einem Kloster, trotz und mit den ganzen Problemen der Kirche. Weil es Probleme gibt und weil man die offen auch einstehen muss. Aber gleichzeitig hat die katholische Kirche mir bisher so viel gegeben an Halt, an meinem Glauben, an Freude und Spaß, weswegen ich sie jetzt nicht unbedingt, also jetzt sage ich, verlasse sie und gehe nie wieder hin. Vielmehr gehe es darum, den individuellen Glauben zu leben und sich hier beim Weltjugendtag abseits vom offiziellen Programm mit anderen auszutauschen. Dafür wollen Pia und die anderen erstmal zum Goethe-Institut von Lissabon, Treffpunkt der deutschen Gruppen. Benjamin Lipinski setzt sich für Veränderungen in der katholischen Kirche ein, vor allem, dass queere Menschen akzeptiert werden. Ich will nicht, dass der Laden nur von denen regiert wird, die konservative Einstellung mitbringen und die diskriminieren, ganz eindeutig. Viele von denen, die wir hier kennengelernt haben, erzählen, dass sie als Kinder in ihren Gemeinden Machtmissbrauch durch Geistliche erlebt haben. Der Papst will bei seinem Weltjugendtagsbesuch auch Opfer sexuellen Missbrauchs durch portugiesische Kleriker treffen. Bei den vielen Messen und Konzerten soll diese Woche in Lissabon aber vor allem der gemeinsame Glauben im Vordergrund stehen und gefeiert werden. In Wacken machten Regen und Schlamm am Morgen tausenden Heavy-Metal-Fans einen Strich durch die Rechnung. Einlassstopp aus Sicherheitsgründen. Das Festival konnte dann zwar starten, aber nur mit rund 50.000 statt 85.000 Fans. Statt Wiese vor den Bühnen teilweise 20 cm Schlamm. Und es regnet weiter. Die Stimmung scheint es nicht zu schaden. Zumindest ein bisschen Matsch gehört zu Wacken ja auch irgendwie dazu. Und zu einer Nachrichtensendung gehört auch Sport. Und darauf schauen wir jetzt. Morgen Mittag sind Deutschlands Fußballerinnen ja wieder richtig gefordert, Rudi. Genau, und zwar im letzten Gruppenspiel. Und vom Gruppensieg bis zum Ausscheiden ist bei der WM in Australien und Neuseeland alles möglich. Nur mit einem Sieg gegen Südkorea kommt das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sicher weiter. Bloß nicht ins Stolpern kommen, lautet das Motto der DFB-Frauen für das dritte und entscheidende Gruppenmatch. Droht bei einer Pleite das früheste WM aus. Klar weiß man, dass es vielleicht auch das letzte sein könnte, aber damit wollen wir uns gar nicht beschäftigen, sondern wir wollen morgen da rausgehen, zeigen, was wir können, unsere Qualität auf den Platz bringen. Um sein Team zu schlagen. Der Engländer Colin Bell wurde einst mit den Frankfurterinnen Champions League-Sieger, vermittelt seit 2019 den Südkoreanerinnen seine Spielidee. Pressen sehr selten, aber vielleicht überraschen sie uns ja morgen. Also Colin Bell ist ja ein Trainerfuchs. Und doch geht das Team von Voss-Tecklenburg als klarer Favorit in die Begegnung. Auch weil mit Marina Hegering nach überstandener Fersenverletzung erstmals die Abwehrchefin auflaufen wird. Genau rechtzeitig, um die Hürde fürs Achtelfinale zu nehmen. Also dann Deutschland, Südkorea, morgen in Sportstudio, live bei uns von 11.15 Uhr an. Und ein Debakel erlebten die Mitfavoritinnen aus Brasilien. Die Seleção kam gegen Jamaika nicht über ein 0:0 hinaus und muss nach der Vorrunde abreisen.
Eine ganz große Fußballerin geht ungekrönt. Mit der Auswechslung in der 81. Minute endet die Nationalmannschaftskarriere der sechsmaligen Weltfußballerin Marta. Es ist ein schwerer Moment für mich, um zu sprechen. Es war nicht die WM, von der ich geträumt habe, nicht einmal in meinen schlimmsten Albträumen. Brasilien kann zu keinem Zeitpunkt dem Spiel seinen Stempel aufdrücken, Jamaika ein ebenbürtiger Gegner. Marta darf auf der Bank noch einmal hoffen, dass es doch nicht ihr letzter WM-Auftritt gewesen sein könnte. Brasilien in der Nachspielzeit fast noch mit dem Siegtreffer. Doch es bleibt beim 0:0. Jamaika schafft die Sensation und steht im Achtelfinale. Wir sind ein tolles Team. Niemand hat uns das zugetraut, aber wir haben immer an uns geglaubt. Die Karriere von Marta endet ohne WM-Titel, aber der Respekt der Gegnerinnen bleibt für immer. Frankreich gewann im Parallelspiel mit 6:3 gegen Panama und sicherte sich den Gruppensieg. Damit zieht das Team mit Jamaika in die K.O.-Runde ein. Das wären dann auch die möglichen Gegnerinnen für Deutschland im Achtelfinale. Zum Abschluss seiner Asienreise gewann Bayern München in Singapur mit 4:3 gegen den FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp. Den Siegtreffer erzielte der erst 20-jährige Franz Kretzig. Die 39 Jahre alte Tanja Scholz hat bei der Paraschwimm-WM in Manchester innerhalb von 25 Minuten zweimal Gold gewonnen. Nach dem Titel über 100 Meter Freistil siegt die inkomplett querschnittgelähmte Athletin auch über 150 Meter Lagen. Gold Nummer 3 für Deutschland holt sich Paralympicsieger Taliso Engel über 100 Meter Brust und verpasst dabei seine Weltrekordmarke nur um 29 Hundertstel Sekunden. Trotzdem, Gratulation, großartig. Ja, das super war's. Knapp. Danke, Rudi. Ja. Und zum Schluss noch ein himmlisches Spektakel für alle, die gestern nur ins Graue guckten. Ein Supermond am Nachthimmel. Zum Greifen nahe China in Jerusalem. Und mysteriös im wolkenverhangenen Himmel von Sarajevo. In Athen versammelten sich Fans am Poseidon-Tempel. Gerade ist der Mond der Erde besonders nahe, was ihn größer und heller erscheinen lässt, wie auch hier in Dresden. Wer diesen Supermond verpasst hat, bekommt noch eine Chance, und zwar am 31. August. Welche Lottozahlen gezogen wurden, erfahren Sie jetzt. Die Gewinnzahlen lauten 7, 21, 23, 29, 30, 44. Superzahl ist die 4. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 557. Stürmisch und gewitterig wird die Nacht im Nordwesten. Morgen aber zeigt sich auch mal wieder die Sonne etwas länger. Wo genau, das erfahren Sie gleich von Katja Hornefer. Das Heute-Journal können Sie an diesem Abend um 22.30 Uhr sehen mit Anne Gellinek. Tschüss. Guten Abend. Sehr schön zu erkennen ist hier die Wolkenspirale von dem Sturmtief Xan. Dieses Sturmtief brachte uns heute erstmal viel Regen und dann in der zweiten Tageshälfte auch kräftige Gewitter. Das sehen Sie an den kleinen gelben Blitzen. Die zogen vor allen Dingen über Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Und diese Gewitter breiten sich im Laufe der Nacht weiter nach Nordosten aus. Es kann dazu auch stürmischen Wind geben. Die Temperaturen in dieser Nacht sinken auf Werte zwischen 17 und 12 Grad. Und morgen liegen dann die Höchsttemperaturen in den westlichen Mittelgebirgen um 17 Grad. Im Osten wird es mit 24 Grad wärmer. Und auch morgen wird dieses Tief uns noch weiter beschäftigen. Morgen früh liegt dieses Sturmtief Xan hier an der Nordseeküste und bringt noch viel Wind mit. Es gibt schwere Sturmböen oder sogar orkanartige Sturmböen hier im Harz, auf dem Brocken und auch Sturmböen im Schwarzwald. Es wird morgen garstiges Wetter in Norddeutschland geben. Viel Regen, immer wieder mit Gewittern durchsetzt. Deutlich freundlicher ist es dagegen im südlichen Brandenburg und in Sachsen sowie vom Vogtland bis zum Bodensee. Und sehr wechselhaft geht es dann in den nächsten Tagen weiter bei 14 bis 24 Grad. Guten Abend.